Das ist sehr geil. Alter. Servus Leute, der Robert hier von Speedheads TV. Ich bin für euch heute am Bilsterberg bei einer BMW Driving Experience von Bridgestone. Ist so eine Art ja, Anfängerkurs für die Rennstrecke. Also ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze so ist und ja, zeige euch, wie das Ganze so abläuft. Nachdem die Strecke vorgestellt und zusammen langsam abgefahren wurde, kam die erste Trainingsaufgabe. Man sollte in einer bergab verlaufenden Kurve eine Vollbremsung hinlegen. So, ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe es von außen einmal gefilmt. Wunderbar. Und gleich der nächste mit 80. Okay, dann mache ich mal direkt hier. Der nächste mit 80. Boah. Sport plus, nicht Sport. Nee. Boah, 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 boah. Ja, also folgendes: wir tasten uns jetzt langsam ran. Erst mit 80, dann mit 90, dann mit 100. So 110 wäre ungefähr ja, wirklich Profi-Rennfahrergeschwindigkeit. Also wir tasten uns bis kurz davor ran. Und ja, dann wird halt in der Kurve bis zum Stillstand runtergebremst. Und ja, das ist ungewohnt, weil man halt selten in eine Kurve reinfährt mit einer hohen Geschwindigkeit und in der Kurve dann eine Notbremsung sozusagen macht. Der nächste mit 100. Aber sehr gut. Macht auf jeden Fall Box auch eine interessante Erfahrung, weil ich war jetzt schon öfter auf Rennstrecken unterwegs, aber jetzt so in der Kurve. Sehr schön gebremst. Unterbremsen habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Weil er leicht wird, ne? Ja, ja. Gerade auch hier bergab, das macht es ja nicht leichter. Viel Abfall in die Kurve sogar noch mehr. Nach der ersten Übung ging es zu einem kleinen, aber feinen Slalom-Parcours. Also man hat drei Proberunden, um sich an die Strecke ranzutasten. Und die letzte Runde, die wird gezählt. Also hier ist eine Lichtschranke. Und ja, wird auch eine Bestenliste sozusagen aufgestellt. Hier sind auch einige gute Fahrer dabei. Da bin ich mal gespannt, auf welchem Platz ich lande. Das sage ich euch dann natürlich. Ich hoffe, ich mache keine Nullzeit, weil ich irgendeine Pylone umballer oder so. Oh, shit, geht gar nicht. Ja. So, nicht schlimm. So, jetzt bin ich an der Reihe. Die beste Zeit war irgendwas mit 19 irgendwas. Aber das ist auch, glaube ich, von einem Semi- oder von einem professionellen Rennfahrer gewesen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, weil die meisten sind so eher im 21er Bereich und eher einfach mal 2 Sekunden schneller. Ja, gucken wir mal. Start-Stopp brauchen wir jetzt nicht, mach ich mal aus. Soll ich noch ein bisschen runter mit dem Sitz? So, ich war gespannt. Ich bin halt eher der Drifter und nicht so der Rennfahrer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Boah, die sind echt schnell unterwegs hier. Heilige 20, Scheiße. 96. Okay. 3, 2, 1, go! Ja, 2039 ist erstaunlich gut. Ich habe mich gerade richtig langsam gefühlt eigentlich. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube, ich gehe manuelle Schaltung oder so, weil aus der Haare raus geht gar nichts. Ich drücke drauf, da passiert einfach nichts. Ist ein bisschen komisch. Ja, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie beheben kann. Vielleicht mache ich doch hier mal den Sport-Plus-Modus rein in der Gasannahme, aber die ist dann wirklich extrem hakelig. Verliert man eigentlich auch Zeit, aber vielleicht ist die Gasannahme da ein bisschen besser. 23, zumindest die Schaltung 21. besser, weil das ist eigentlich das Problem. Machen wir mal eben Soundcheck. Tür ist offen, Mikrofon ist an. Das
Das ist sehr geil. Oh Mann, ey. Das scheppert richtig, ey. Wenn man im Auto sitzt, fällt das einem gar nicht so auf, aber wenn man die Tür mal aufmacht. Puh, richtig geil, ey. Robert, 3, 2, 1, hallo! Aber leider haben wir eine Pylone noch erwischt. Ah, really? Wo denn? Das habe ich gar nicht gemerkt. Okay. Scheiße. Schade, schade, schade. Aber ja, zum Glück nicht die gezählte Runde. Aber okay. Ja, ich habe mich schon gewundert. Ich bin echt eng ran, aber ich habe nichts gehört und dachte, das passt schon. Na gut, das muss ich noch ein bisschen optimieren. Robert, 3, 2, 1, go! Nicole, 3, 2, 1, 1947, das ist gut. Jetzt gleich kommt die 10. Runde. So 1930 wäre jetzt mein Ziel. Ich glaube, dann wäre ich sogar Zweiter oder vielleicht sogar Erster. Je nachdem, wie die sich jetzt anstellen, die anderen in der letzten Runde. Drück mir mal die Daumen. Hätte schon Bock, Erster zu werden. Bringt mir zwar gar nichts, aber wieso nicht, ne? So, der vor mir ist jetzt mein Erzrivale, sage ich jetzt mal, weil der fährt die besten Zeiten hier und der ist auch schnell. Gucken wir mal, ob ich das schlagen kann. Ich sage euch jetzt die Zeit durch. Oh ja, er hat einen Fehler gehabt. Zu schnell aufs Gas. Karre hat runtergeregelt. Mal sehen, ob ihn das Zeit gekostet hat, aber der ist echt schnell. Scheiße. 1927. 1927! Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Ich versuche es. Robert, 3, 2, 1, hallo! Okay. Sehr geil. Ich habe einfach auch eine 1927 gemacht. Was? Also, da habe ich nicht gerechnet. Das ist echt sehr witzig, weil dann haben wir jetzt zwei ersten Plätzen. Damit konnte ich jetzt nicht rechnen. Das ist echt witzig. Also muss man auch erstmal schaffen. Auf so einer kleinen Strecke dann. Jetzt hier auf die Hundertstel oder was das ist. Genau, gleich schnell. Gegen einen professionellen Rennfahrer, also muss ich jetzt schon sagen, bin ich ein bisschen stolz. Sehr geil. Aber sehr geil. Gleiche Zeit. Hatte ich auch noch nie. So, vielleicht mal bei Forza oder so, aber in echt nicht. Scheiße, da kam einer mit 19.08 noch ins Ziel. Aber richtig ordentliche Zeit, ey, boah. Nach dem kleinen Time-Attack-Slalom ging es auf eine bewässerte Fläche. Was man dort dann macht, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. So, wie ihr schon gesehen habt, gibt es jetzt einen kleinen Drift um den Kreis. Ist jetzt nichts super Spektakuläres, aber. So, jetzt hör mal, habe ich im ersten cool. Auto jetzt den Adrian oder weißen Auto? Habe ich den Robert oder den Jens? Robert? Robert, okay. Gleich hinterher. 20 km/h und 3, 2, 1, Vollgas! Das schaut doch schon mal sehr gut aus. Dann könnt ihr gleich selber probieren und weiterfahren. Aber geht super mit dem BMW. Sie sind echt dafür gebaut, ohne Scheiß. Also so entspannt driften war ich auch lange nicht mehr. Schön im zweiten, ganz entspannt. Aber man muss schon sagen, die Bridgestone haben auch ordentlich Traktion dafür, dass das hier so richtig Aquaplaning-Verhältnisse sind. Und ja, das macht doch Spaß.
schön Halbgas, einfach muss man gar nichts machen. Das nenne ich mal Kontrolle. Da brauche ich gerne mal viel dazu sagen, das schaut einwandfrei aus. Da freue ich mich wie ein Schnitzel, wenn ich sowas sehe. Man kann auch krasse Lenkwinkel fahren. Krass, meine Fresse. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hab Spaß. Ja, man merkt aber den Grip echt. Also einmal kurz vom Gas, fährt man schon fast wieder geradeaus. So einfach mit linken Fuß ein bisschen bremsen. Kann man wieder Abstand halten im Drift. So, Fuß wieder runter. Falls ihr euch wundert, wer der unbekannte Beifahrer an meiner Seite ist, das ist Jens Bothe. Er hat beim Gewinnspiel die Driving Experience gewonnen und hat sich das Auto mit mir geteilt. Hi, ich bin Jens. Habt ihr ihn auch mal gesehen? So, er macht seine ersten Drift-Gehversuche, hat er vorher noch nie so wirklich gemacht. Ist das schon Gas, Jens? Ja. Ja, aber... So, Kamera macht nur nervöser, deswegen mache ich wieder auf. Ja, aus. Genau, daran liegt das. Ich wollte nur einmal zeigen, wie er aussieht, dann wisst ihr Bescheid. So, jetzt wird nochmal eine Runde gedriftet. So, diesmal ist die Kamera auch außen. Auch nicht so verkehrt. So, Sitzposition passt einigermaßen. Jetzt auch nicht so viel Zeit hier. Ach, ist das schön oder ist das schön? Es ist echt wie Eiskunstlauf hier. Macht richtig Spaß. Es geht auch schön einfach mit dem Auto. Man hat ein richtig krasses Feedback. Also, was ja oft bei modernen Autos fehlt, haben wir hier genüge, auch die Lenkrad-Rückstellkräfte. Man kann es einfach schön loslassen und alles. Das ist richtig episch. Jetzt geht's auf die Rennstrecke, also weg von der bewässerten Kreisfläche. Und ja, bin mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Also die Strecke, muss ich echt sagen, also wer hier noch nicht gefahren ist oder wer hier nicht war, allein sich das anzugucken, ist krass. Also wie steil es hier teilweise bergauf geht, ist echt... Also damit habe ich nicht gerechnet und da bin ich mal sehr gespannt. Also die G-Kräfte, die wirken auf einen hier wirklich mega krass. Gerade wenn man jetzt vielleicht ein bisschen schneller gleich unterwegs sein wird, das ist schon echt nicht ohne. So, dann geht's jetzt los. So, ich roll hier vorne mal langsam an. In dem ersten Teil der Strecke fahren wir eben die GoPro draußen an. Also es ist ausdrücklich gesagt, es ist jetzt hier keine Rennlinie und nicht am Limit, weil, Parkbremse sollte man lösen. Weil halt nicht alle jetzt hier die Ober-Super-Mega-Pros sind. Aber wird bestimmt trotzdem sehr spaßig. Ich bin mal gespannt. Ja, also Geschwindigkeiten sind echt noch relativ langsam. Rechtzeitig anbremsen. Macht schon Bock, Grip ist mega vorhanden und das Auto ist echt super dynamisch. Spätes Einlenken, Blick ist aber schon rechts innen am Scheitelpunkt. Nicht zu weit raustragen lassen, nicht zu früh ans Gas gehen. Versaut man sich die Linie, hier kurz lupfen, einlenken, am Scheitelpunkt innen sein. Schöne, flache, gefühlvolle Radien. Sehr viel Grip. Bremsen sind auch mega geil, muss man einfach sagen. Ja, wie der jetzt schon sagt, sehr viel Grip. Ja, mega Grip. Und ja, wenn man hinten dran fährt, dann ist das Ganze ein bisschen schneller durch den Gummiband-Effekt. Also auf jeden Fall kann ich so eine BMW Experience super empfehlen für Leute, die vielleicht noch nicht auf der Rennstrecke waren, um das Ganze mal so ein bisschen zu lernen. Also muss man sagen, die Bridgestone und Potenza machen auch einen mega guten Job. Ja, es ist schon fast Semi-Slick-Niveau. Fehlt nicht mehr viel. Tja, jetzt ist gleich der Jens mal dran. Und ja, wahrscheinlich gibt es danach die zweite Sektion der Strecke und dann am Ende des Tages die komplette Strecke oder so, schätze ich mal. Ja, vielleicht. Also Autos sind wirklich für die Strecke gemacht, das merkt man auch. Also jetzt hier noch die Rennsportbelege drauf, halt mit Bremsen statt normale. Und ja, die quietschen zwar, aber das ist halt normal.
die hämmern aber richtig rein, meine Fresse. Ja, nach der ersten Sektion der Strecke ging es dann auf die zweite Sektion der Strecke. Und ich kann nur sagen, die hat es ganz schön in sich gehabt, weil das Auf und Ab ist einfach so krass. Es ist zwar langsamer als die Nordschleife zum Beispiel, die Strecke, aber die Steigungen sind einfach krasser und deswegen sind die G-Kräfte, die auf einen wirken, mindestens genauso krass. Und ja, ist einfach geil, also hat echt Bock gemacht. Das ist krass, ne? Ja, wenn man da nicht drauf achtet und das Handy in der Hand hält. Meine Fresse. Boah, Alter. Ist jetzt hier der zweite Streckenabschnitt und der hat es wirklich in Sicht, also hier die sogenannte Mausefalle am Bilzerberg mit 26% Steigung nach unten, die ist echt, echt krass. Wir standen da jetzt gerade, ich habe es auch ganz, ganz kurz gefilmt, wenn man da so steht, ist es nochmal ganz anders, als wenn man im Auto sitzt. Hier sind so zwei Kamelhöcker mit, ich glaube, 20% Steigung, die haben es auch in Sicht, ist bestimmt sehr lustig, wenn man hier mit Geschwindigkeit hochfährt, da hat man richtige Achterbahn-Feelings. Also ja, es ist einfach eine ultra coole Strecke, also echt. Schön noch hinten an die durchgezogene weiße Linie ranschauen. Ah, es wird dann leicht, ne? Boah. Hui, krass. Ja, so moderne, breite Reifen auf so Sportwagen sind schon echt krass. Oh, das war krass gewesen, ne? Ja. Alter. Genau, wenn der Herr von Luft hat, das bisschen. Ja, ja. Am Schaltpunkt dran. Das macht Spaß. Bremsen. Boah, ist das krass. Alter Schwede. 130 hast du gehabt, so, ja. Krass. Oh, das ist eine echt enge Kurve, aber durch den Anpressdruck. Also die Reifen, die müssen hier auch richtige Arbeit leisten. Bei den Gegenkräften hier ist heftig. Ah, das macht Bock, also die Strecke ist einfach krass. Also gleich wird auch nochmal auf der gesamten Strecke gefahren, da freue ich mich auch extrem drauf. Weil die Kombination aus dem Sektor und dem anderen muss traumhaft sein, das kann man gar nicht anders sagen. Ja, jetzt geht's auf die gesamte Strecke aus sicherheitstechnischen Gründen alleine. Also ich sitze alleine, ich habe keinen Beifahrer dabei. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie gut das auf Kamera rüberkommt, aber ich denke, man sieht schon ganz gut, dass ich hier so richtig in den Sitz rausgetragen werde, wieder reingedrückt werde. Das ist total geil. Zum Training muss ich sagen, vom BMW mit Bridgestone kann ich nur empfehlen, wirklich Doppelstrukturen. Man lernt es hier richtig gut. Also wird hier wirklich langsam rangeführt, so mit Vollbremssachen, gucken, wie das Auto reagiert beim Übersteuern und so. Muss halt jetzt hier auf der Rennstrecke einfach ein bisschen Gas geben. Ohne dass man irgendwie Angst haben muss, dass man jetzt irgendwie unvorbereitet ist. Anbremsen, lösen und wieder Gefühl freilassen. Innenhalten am Scheitelpunkt, über die Mitte nach links an den Scheitelpunkt ran, heraustragen lassen. Sich auf jeden Fall sehr konzentrieren. Also wer hier auf der Strecke sich eine Sekunde irgendwie ausruht oder so, ja, der kann, glaube ich, Tschüss zu seinem Auto sagen, weil die verzeiht nicht viel. Da bin ich mir sicher. So Leute, ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert uns, gebt uns einen Daumen hoch, wenn dem so ist. Und ja, Kommentare, Feedback, gern gesehen. Und ich kann die Strecke und das Event auch einfach nur empfehlen. Also wer das nötige Kleingeld hat oder einfach Bock irgendwie auf sowas oder ein krasses Geburtstagsgeschenk sucht, ich kann es echt nur empfehlen. Gerade auch für Leute, die wenig Erfahrung haben, ist das echt klasse. Also ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.